Herzlich willkommen zurück, liebe Game Dev-Freunde, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute fangen wir an mit dem Dark Season Jam 2023. Warum 2023, werdet ihr jetzt fragen? Wir haben noch 2024. Kurze Erklärung, die Spiele wurden letztes Jahr ist die Jam gestartet. Man konnte die Spiele entwickeln bis zum 31.12. Deshalb ist es der Jam vom letzten Jahr. Aber die Spiele sind jetzt da und wir können sie jetzt spielen, uns angucken und spielen und bewerten. Und ja, voll toll. Genau, das schauen wir rein. Und womit kann man besser in einen Jam starten als mit einem Game vom guten Salamander? Wir spielen Halloween Horrors und zu diesem Spiel gibt es auch einen Beipackzettel, den ich hier irgendwo wieder verkramt habe. Eine Sekunde, ich habe ihn gleich. Da, Beschreibungstext. Was könnte schlimmer sein, als auf dem Weg zur Halloween Party mit dem Wagen liegen zu bleiben? Mit dem Wagen liegen zu bleiben und sich dann mit allerlei Schaudergestalten herumschlagen zu müssen, natürlich. Trotz den Widrigkeiten des Uncanny Forest und erforsche eine weitläufige zufallsgenerierte Welt. Oh, zufallsgeneriert. In diesem Survival Roguelike im Horrormotiv. Okay, das klingt interessant. Zufallsgeneriert bedeutet ja, dass quasi jeder Run komplett anders ist. Das heißt, was auch immer ihr hier seht, wird, wenn ihr das selber spielt, wahrscheinlich anders laufen. Und bin ich gespannt. Springen wir rein. Wir sehen auf jeden Fall schon ziemlich viele Kürbisse hier rumasseln und Vampire und Ghule. Und ich mag ja diesen Artstyle, finde ich schon immer sehr cool. Wir springen mal rein, würde ich sagen. In Optionen gibt es jetzt hier nur so Ton. Wir können ein Spiel auch laden. Das heißt, wir können. Ich hatte schon mal angetestet gehabt. Grob. Ich gucke mal, ob die Sachen überhaupt laufen, die Spiele, bevor ich sie starte. So ein Mist! Wer hätte gedacht, dass uns mitten im Uncanny Forest das Benzin ausgehen würde? Und die Batterie stirbt! Und alle vier Reifen einen Platten haben, alle vier. Und das ausgerechnet an Halloween, wir werden noch zu spät zur Party kommen. Ich weiß wirklich nicht, wie es noch schlimmer werden könnte. Ah! Du hast das jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Wumm. Keine Bange, solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Es zieht nur ein bisschen Nebel auf. Nur ein bisschen. Dafür, dass es so gekracht hat, hätte da ruhig ein bisschen mehr Ton kommen können. Naja, klar. Sieht so aus, als müsste ich mehr finden, als einen Weg, den Wagen zu reparieren. Und da stehen wir jetzt hier. Ich weiß nicht, wer wir jetzt sind. Da ist der Wagen. Wir könnten jetzt hier Reifen wechseln oder ähnliches. Ich brauche vier Reifen. Vielleicht kann mir jemand entlang der Straße weiterhelfen. Ich werde wohl etwa 10 Ladungen brauchen. Das war jetzt die Batterie. Okay. Ich werde wohl etwa 10 Liter brauchen. Du heilige Axt. Wir sehen hier Fußspuren, die hier weggehen. Und wir sehen Jack-O-Lanterns und Jill-O-Lanterns. So, und bei meinem Testspiel habe ich schon eine Sache festgestellt. Mit diesen Pilzen kann man sich heilen. Und wir können mit unseren Pompons angreifen. So, wir können hier. Merkt, wir sehen halt hier immer unten rechts, wenn ich einen Gegner anvisiere, wie viel AP der hat, wie der heißt, wie viel Schaden der macht und was für Resistenzen er hat. Und wir können halt hier Dinge einsammeln. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass Gegenstände, die auf dem Boden liegen, mit denen können wir uns, wie gesagt, heilen. Wenn ich sie einsammle, habt ihr gesehen, hat Ausdauer geheilt. Und die landen aber auch im Inventar. Warum das Candy jetzt nicht im Inventar gelandet ist, ist mir jetzt unklar. Aber es bedeutet, wir können die so mehr oder minder zweimal benutzen. Einmal beim Einsammeln und einmal beim aus dem Inventar heraus verwenden. Oh, die hat nur ein HP, die klatschen um. Es macht mich ein bisschen. Es belastet mich ein bisschen sehr, dass die Monster unterschiedlich HP haben. Was ist das? Flintenmunition. Also, dass nicht jeder Jack-O-Lantern gleich ist wie jeder Jack-O-Lantern. Weil ich finde, wenn du so auf den ersten Blick siehst, da sind diese Monster, dass du halt schon weißt, weil es ist halt ein Spiel, wo du halt immer so schön durchklicken kannst. Wenn du halt siehst, da sind die Monster, dass du halt gleich weißt, was für einen Stärkegrad die ungefähr haben, fände ich halt angenehmer. Als, ja, jetzt muss ich halt gucken, jedes Mal schauen, hat der Jack jetzt ein 1 HP oder 5? Hier, die Jill hat 1 HP.
Die Jillard hat 3 HP. 1 HP mache ich, ist für mich locker ein One-Hit, wenn ich denn treffe. 3 HP ist schon eine andere Geschichte. Liegen noch Wanderer rum? Wein. Ein besonderer Jahrgang. Kein besonderer Jahrgang, aber immerhin rot. Wir haben 0,7 Wein. Ich frage mich. Es kann auch sein, dass die im Inventar nur dann landen, wenn ich sie beim Aufnehmen nicht komplett verbrauche. Deswegen ist es vielleicht sogar egal. Das heißt, wenn ich die mit Full Life einsammle, die Sachen, dass sie mir dann mehr davon im Inventar habe. Okay, die Fußspuren teilen sich auf, gehen einmal nach Süden und einmal hier oben noch lang. Wenn einfach erstmal den Fußspuren folgen. Würde ich sagen. Oh, da teilen die sich auch nochmal auf. Das werden denn wohl unsere Kumpels sein, die sich hier, die hier irgendwie durch den Nebel geirrt sind. Anstatt einfach da zu bleiben, wo sie waren. Oh, vielleicht ein Zuckerschock, weil ich zu viel Candy eingesammelt habe, oder was ist los? Voll der Trip. Er hat 7 HP, der Jack. Noch ein Wanderer. Yo, ein Zombie-Cheerleader mit 2. Ich komme auch nicht weg. Mein Weg, den ich hierher gegangen bin, ist weg. Ein 20 HP Zombie-Cheerleader. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab einen Boss. Trefferchance 70%. 1 HP. Aua. Alter. Wie übertrieben. Ich hab grad mal 2 Schaden gemacht. Ich hab mal 7 Schaden gemacht. Der hat mir schon fast voll. Ich darf aus dem Kampf nicht rausfliehen, wie es aussieht. Oh, Äpfel heilen viel HP. Oh, wow, ist das übel. Ist es übel? Wir machen halt nur. Die hat halt auch 50% Hiebschadensresistenzen und unsere Pawpaws machen halt Hiebschaden. Alter, ist nicht euer Ernst. Oh, Pawpaw macht jetzt nicht 1 bis 3, sondern 2 bis 3. Nicht euer Ernst, die sind nochmal 2 untote Cheerleader. Silberkuh. Oh. Und die Untoten haben 100% Silberresistenz. Wow. Das ist halt randomized, ne? Ich bin jetzt hier wahrscheinlich irgendwo gelandet, wo ich noch lange nicht hätte sein sollen. Wir werden einfach laden. Und wir gehen einfach mal nicht da oben hin. Wir gehen mal hier die Straße weiter. Oh, das ist ein Reifen. Oh, nice. Die Mises. Die hat nur 1 HP, die nehmen wir mit. Ein Kultist. Psychokiller. Hallo, nur weil da jemand rumsteht mit rotleuchtenden Augen und in einer Kutte gehüllt, heißt noch lange nicht, dass es ein Psychokiller ist. Wo kommen wir denn da hin? Was für ein Klischee-Denken hier. Machen sie schon Killer? Der hat 11 HP. Wir machen 1 bis 3. Das ist schon echt ein bisschen übel. Und mal sowas von den angrenzenden Feldern finden. Eine gigantische Spinne. Okay, wir gehen wieder weg. HP. Ein HP. Appel. Das ist noch ein Reifen. Den holen wir uns. Noch ein Psychokiller mit 19 HP. Alter. Ja, sind wir weiter die Straße lang gefällt. Wo so ein Hippie-Bus steht. Yo, Autobatterien. Uff. Heftig. Ich glaube, wir brauchten sogar nur 10 Ladungen. Hat sie gesagt. Irgendwie ist auch heftig. Kleine Kürbisse kann man immer mal umklatschen. Da kommen wir gut mit klar.
Na, Pilzeschuhkiller. Folgen einfach mal weiter der Straße. Da scheinen wir irgendwie einen Haufen Autoteile zu finden. Und die Gegner sind entspannt. Gucken, ob wir hier irgendwann nochmal eine andere Waffe finden. Wir haben auf jeden Fall schon Flintenmunition. Fehlt uns nur noch eine passende Flinte. Mädels, treff den doch mal ihn weg. NHP, aber tausendmal daneben geschlagen, ey. 50% Treffsicherheit, der ist ja auch unterirdisch. Mac! Boah, ne. Keine Lust auf noch mehr Fledermäuse. Denn lieber solide gegen den Candy! Solide gegen den Gegner kämpfen, der viel HP hat. Na komm schon. Anstatt hier tausendmal daneben zu schlagen, das ist ja sowas von lästig. Yes. Noms. Ja, jetzt habe ich nichts dazu bekommen, weil ich die ganz aufgegessen habe. Okay. Also solange wir hier überall noch Jill-O-Lanterns haben, können wir da mal noch ein bisschen durchmoseln. Ich glaube, das Sprite ist ein bisschen verrutscht jetzt. Noch ein Wagen. Noch mehr Ladung. Psychokiller. Noch eine Autobatterie. Und noch ein Benzin. Nice. Vino. Schön. Sieht einfach stehen. Der tut mir ja nichts. Ist noch ein Reifen. Candy. Apple. Reifen. Okay. Oh, ich kann auch den da wegmachen. Ah, komm, wir bleiben hier beim Fleder. Wer weiß, was da unten noch ist. Ah, noch ein Weg. Wieder so ein Trip. Aber wir kriegen irgendwann eine Möglichkeit, einfach mehr Damage zu machen. Und die Gegner, die können wir einfach so umklatschen, aber gerade wieder so ein 16 HP Psychokiller, der da im Weg steht. Die Spinne hat 8. Klebriges Netz. Jetzt noch ein Reifen. Den brauchen wir noch, den holen wir uns. Aber was wolle? Du stirb doch. Ein Reifen und noch ein Wagen. Sind auch noch mal zwei Reifen. Die Jill können wir wegmachen. Yes. So, wir gucken einfach mal kurz, was hier geht. Noch ein Reifen. 7 Reifen. Nice. Haben ist besser als brauchen. Ein frisches Grab. Die Erde ist ganz locker und die Schaufel steckt auch noch. Entweder ist da Loot drin oder ein Zombie, ja? Munition. Gehen wir zurück zum Auto. Wechseln die Reifen, tun Sprit rein. Oh, den Pilz nehmen wir natürlich mit. Tun Sprit rein. Laden die Batterien und hauen ab. Haben wir das Spiel durch. GG. Ja, ich glaube, wir müssen noch unsere Freunde finden. Und die werden bestimmt am Ende der Fußspuren sein, denke ich mal. Saus. Saus. Die automatische Wegführung sehr, sehr gut gemacht. Sie blitzt hier und ganz entspannt durch. Und je weiter der Weg ist, desto schneller bewegt sie sich. Das ist ziemlich frustfrei alles. Bisher. Zack. So. Reifen wechseln. Ein Problem weniger. So. Batterie wechseln. Ein Problem weniger. Benzin nachfüllen. Ich werde wohl etwa 10 Liter brauchen. Okay, brauchen mehr. Dann würde ich sagen, speichern wir hier mal. So. Und, hallo, zurück. Gehen wir mal nach da unten. Nicht zu den untoten Cheerleadern. Yes, eine Schrotflinte. Nice. Wie viel Schaden macht die? Hier steht Crit-Chance 25%, Crit-Multiplikator 2. Hier steht, der Damage steht bei den Flinten. Ah, okay. Dann können wir die Untoten schießen. Wir sind schon wieder hier runtergegangen.
Und sehen wieder nicht, von wo wir gekommen sind. Scheinen uns verirrt zu haben. Candy. Candyman Can. Ledermäuse frusten mich ein bisschen. Noch ein frisches Grab. Mehr Munition. Frische Gräber scheinen höherwertigen Loot zu haben. Ich guck mal, ob wir... Ne, wir kommen nach oben nicht raus. Dammit, wo sind jetzt die Fußspuren? Aber diese blöden Fledermäuse, die nerven mich. Yes, yes. Noch eine Schrotflinte. Haben wir jetzt zwei? Die leveln auf, ne? Die Crit-Chance ist hochgegangen. Die war doch gerade nicht bei 40%. Die war doch auch bei 25% oder so. Das ist ja cool. Dann leveln die Gegenstände irgendwie auf. Stimmt, war ja bei den Pompons auch so. Wo wir jetzt von den einen Pompon noch hatten. Oder Pau Pau. Ist jetzt, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wir sind wieder an der Straße. War jetzt so meine Hoffnung. Ich bin wieder nach oben gegangen, um die Straße zu finden, weil ich ja davon nach unten... Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich dann nochmal runtergehe. Okay. Ach, hier sind die Fußspuren jetzt wieder. Sind nur hier nicht gewesen. Okay. Nein, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Idee, den Fußspuren zu folgen. Da ist noch toter Wanderer. Candy. Noch ein toter Wanderer. Upp. Das Gefühl, meine Figur rutscht so ein bisschen manchmal aus dem Feld. 8 HP. 4 HP. Bam. Aua. Bam. Bam. No, don't miss. Ich stehe jetzt schon wieder ein bisschen zu weit links, weil ich zu schnell klicke. Dann ist sie noch in der Angriffsanimation drin. Glaube ich, und bewegt sich dann, bevor sie sich wieder in die Grundposition zurückbewegt hat. Ein bisschen entspannter klicken. Jill, bam. Weg, Jill, bam. So. Wir folgen erstmal strikt den Fußspuren. Echt kleine Abzweige. Ne, die Ulverspinne will ich nicht machen. Voll, okay. Wow. Nice. Wieder ein Vino. 6er HP-Zombie, den kriegen wir auch weg. 3. Wie er sich umdreht. Nein! Come on! Crit Damage! Oh, really? So. Ein Knochenkalle rausgekommen. Trefferchance 180%. Ja, aber der hat zumindest keine Resistenz gegen Hieb. Okay, das ist also das Risiko bei den frischen Gräbern. Da können auch Monster drin sein. Hammer! Was machst du? Ja, lol, 4 bis 12 Schaden. Unsere Standardwaffe macht halt 2 bis 3. Wir nehmen den Hammer, ne? Amonus minus 30. Ach du Scheiße. Die Fledermäuse zu treffen, haben wir nur eine 20%ige Chance mit dem Hammer. Mit dem Pau-Paus 50. Muss also die Waffe so am Gegnertyp immer ein bisschen anpassen. Axt! Die Axt macht das gleiche wie der Hammer. Wow. Aber Äxte machen alles besser. Okay. Das sieht creepy aus. Ist eine Brille drin. Hat einer unserer Kumpels eine Brille getragen? Ich weiß es nicht mehr. Intergramm. Kultist.
Kultist, Anführer, Kultist. Aber 140% Treffsicherheit. Dafür hört es gerade nicht in meinem Nachbarboard gerade. Mit der Axt habe ich noch 110. Das heißt, ich kann auf den losaxten. Mal versuchen. Ja, One Hit. Das ist doch Valeries Brille. Sie muss hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Könnt ihr einfach mitnehmen. Was Besonderes kriegen wir einen Kultistenanführer umklatschen. Oh oh, das war Aua. Black, was ist das denn? Ein Kultdolch. Der macht 1 bis 4 Silber und 1 bis 4. Also AG ist, glaube ich, Silber. Ja, AR ist Gold und AG ist Silber. Wir haben auch verschiedene Munition. 9mm Kugeln, herkömmliche Revolvermunition, Hohlspitz, Revolvermunition mit verbesserter Mannstoppwirkung. Ja, ja, die übles Zeug. Und Flintenmunition. Wir haben gut, wir haben 15,8 Pilze. Mein Testrun, den ich hatte, bin ich sehr, sehr, sehr schnell gestorben, weil ich keine Heilung gefunden habe und sehr viele Gegner hatte, die mir zu hoch waren. Aber wir haben niemanden, die haben sogar Silberresistenz. Packst du den hier einfach mal um, mal sehen, was so ein Kultanführer an Loot hat. Ach, come on, er hat nur ein HP. Mein, weg. Necronomicon, natürlich. Itiu Librum Portalum Atrit Dimensio Malpedat. Weißt du Bescheid? Pilz heilt keine AP. Der Apfel aber schon. Aber das muss man sich ja merken, ey. Der hat 16 AP, der hat nur 10. Können wir den Dolch aufleveln? Nur noch 1 bis 4. Lebenspunkteentzug 15%. Das ist ja gut. Er hat gesagt, die Brille ist hier, sie muss ganz in der Nähe sein. Soll ich jetzt mal sagen, ich nehme den rein. 50% Trefferchance. Aber wenn ich sie treffe, kriege ich HP zurück. Dann können wir die Axt nehmen. 12 HP, 12 HP. Die Axt gerne aufleveln, ey. Hier, für ihn halt auch. Heilen wir uns um 1 HP. Das ist gut. Also nur so für die kleinen Viecher. 12 HP, das muss jetzt nicht sein. Aber ich würde denn schon irgendwie versuchen, alles aufzudecken. Nein! Na! Oh, die hat mich gestunt! Ach du Scheiße, muss man richtig aufpassen. Und der hat jetzt 50% Resistenz gegen Schnittwaffe. Oh Gott, ich sehe sogar, wir sehen die Waffe ja hier in der Hand. Ich sag, die macht Schnittschaden und die macht stumpfen Schaden. Also der Hammer gegen das Skelett natürlich besser. Also ich will jetzt auf jeden Fall jedes Feld angrenzend an dem Feld, wo wir gerade... Yes, Hammer Level 2. Oh, der macht jetzt sogar direkt 5 bis 13. Und Ausdauer frisst das, meine Güte. Ja, dass wir jedes Feld annähernd von diesem Ritualfeld aufdecken. Angrenzend. Weil ich mir jetzt so vorstelle, dass die hier irgendwo in der Nähe sein kann. Apfel essen. Klatschen. Ah, jetzt hat sie einen Baseballschläger an der Hand, aber bei der Axt hat sie richtig eine Axt und jetzt richtig so ein Messer und jetzt richtig so ein Poi-Poi. Das finde ich witzig, dass man das richtig sieht. Platsch, nice. Platsch. Rotmunition. Ideal, um diversen Flattefilm. Ah! Trefferbonus 50%. Wenn ich das hier reinlade, geht das? So, jetzt hat er es ausgewechselt. 100% Trefferchance. Rums. Lovely. Okay, also es kommt drauf an, welche Waffe wir gegen welche Gegner einsetzen. Sehr, sehr cool.
gibt dem Ganzen so einen Strategiefaktor. Erinnert mich stark an das andere Spiel, was ein Schako. Wer cool aussehen will, muss leiden. Trefferbonus 10%, Kritchance. Wir verlieren Lebenspunkte, wenn wir damit angreifen. Ah, Betäubungschance 35%. Interesting. Nee, dieses mit der Diebesgilde. Jawohl, Hammer Level 3. Das war auch schon cool. Da musste man aber noch mehr rätseln. Das habe ich auch gesuchtet wie verrückt. Ich habe fast alle Salamander-Spiele gesuchtet wie verrückt. Auch damals Schneefabrik war auch ein mega cooles Game. Ja, hier, Knochenkalle. Ja, darf ich dir meinen Hammer Level 3 vorstellen? Boots. Nee, die Axt gegen den Zombie. Hier war keine Spur von ihr. Wir konnten aber noch einen Schritt runter gehen. Ich mache jetzt den. Ich glaube, ich war den Apfel ran. Ess etwas Pilz und dann klatschen wir ihn weg. Müssen wir das Gebiet ja auch komplett klären. Jetzt noch ein Kult dort. Wir müssen alle Kultisten mitnehmen. Lebenspunktentzug 30%. Wir müssen alle Kultisten mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Waffe, der Kultdolch. Zweimal Schrot haben wir noch. Blam! Katana. Okay. 2 bis 8. Wir schauen wieder wie der Kult durch. Ausdauerbedarf. Braucht aber mehr Ausdauer. Die Axt 4 Punkte. Das Katana 2 Punkte. Der Kult durch gar keinen. Kampfmesser. 2 bis 5. Aber kein Life Leech. Life Leech. Even more Life Leech. Jawohl! Schrottmunition. Noms. Komm, schaffen wir. No! Ach, die haben alle 100% Silberresistenz. Ist natürlich doof. Flash. 11 HP. Ist Vino. Wow, Ausdauer ist voll. Okay, jetzt weiß ich, was der Wein macht. Aber, weil sie den direkt getrunken hat. Oh. Jetzt verstehe ich das. Dann war das vorhin wirklich ein Zuckertrip, wo alles so bunt war. Boah. Brennen mir direkt die Augen. Hier essen Apfel, die sind gesund. Auch wenn ich nichts essen würde, was hier rumliegt. Ah, cooler Nebeneffekt. Kampfmesser. Erhöhter Crit-Chance. Ah, okay. War nirgendwo eine Spur von unserer Freundin, die angeblich hier in der Nähe sein soll. Ich weiß nicht, wie weit entfernt noch nahe sein soll. Fletch. Flintenmunition. Blam. Mist. Jetzt, oh, das hat sich gelohnt. Noch ein bisschen Schrot. Und 2 Äpfel. Und wir sind schon wieder irgendwie verirrt. Der Weg, den wir... Schön. Der Weg, den wir gekommen sind. Der ist wieder nicht erkennbar. Mach sie weg! Mach sie doch weg, Mädelmensch. Oh je, ich glaube, ich habe mich jetzt richtig verirrt. Bam. Jetzt Katana Level 2, 2 bis 8. Das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Jetzt haben wir auch schon 4 HP. Ich weiß nicht, ob die Gegner stärker werden, je weit man sich von der Straße entfernt oder ob das auch randomized ist. Oh Gott. Boah, really?
Oh mein Gott, wir haben uns schon wieder verirrt. Das wird ja langsam echt lästig. Okay, gut Loot. Ich will einen besseren Kultdolch, ich will mehr Life Leech. Health Heal ist bestes Heal. Netze. Ich finde es eigentlich schon fast ein bisschen overpowered, jedes Mal den Flintenschuss zu benutzen. Aber die sind ja so lästig, die blöden kleinen Fledermäuse. Ich probiere wieder ein bisschen nach oben zu kommen, in Richtung Straße. Wenn das randomized ist, würde es mich nicht wundern, wenn es unendlich lang nach unten geht. Katana, Level 3. Flash. Wir gucken zumindest, was hier unten ist. Come on. Okay, das könnte sich nochmal gelohnt haben. Jawohl, Hammer Level 4. Ast rein. Switch. Ne, wir gehen erstmal hier oben lang. Nein! Er hat die Waffe so schnell nicht gewechselt. Da war keine Schrotmunition mehr. Die nächsten Fledermäuse müssen wir alle mit der Hand umnatzen. Candy. Candyman can. Hier waren wir schon. Finde ich ein bisschen anstrengend, gerade so ohne Ziel rumzurennen. Das mit der Straße war irgendwie so noch nachvollziehbar. Den Fußspuren folgen war auch noch irgendwie nachvollziehbar, aber jetzt, sie soll irgendwo in der Nähe sein. Finde ich gerade ein bisschen anstrengend. Wir sind ein bisschen verrutscht. Ah, mach sie doch weg! Ah! Ist doch nicht dein Ernst. Treffsicherheit, Trefferchance 70%, ist gleich 0. So. Sehr gut. Also ich bin jetzt so richtig lost. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, so wo wir genau sind. Okay, wenn man probiert aus dem Kampf zu fliehen, gibt der Gegner einem noch eine mit. Die Axt. Mal sie weg. Platsch. Platsch. Ja, Axt macht das Leben besser. Weg mit ihm. Platsch. Dann probieren wir uns trotzdem unten. Dass wir vielleicht noch an den Wanderer rankommen. Warte. Ah, das Katana wäre da, glaube ich, eine gute Sache. Weil das ja auch 20% erhöhte Treffsicherheit hat. Candy. Mal überall hin. Lomp dich weg. Platsch. Hier, wir haben 20% mit der Axt, mit dem Katana 90%. Ja, dann nehmen wir das Katana. Dann ist das jetzt der Fledermaus-Killer unserer Wahl. No! Blöder Zombie. 90% sind zwar nicht 100, aber geht schon mal in eine gute Richtung. Voll der Revolver. Jetzt können wir wahrscheinlich die 9mm Kugeln benutzen. Ich sehe jetzt noch keinen so wirklich großen Bedarf daran, aber... Ich gehe nochmal zurück. Es wäre jetzt Banane, wenn sie hier stehen würde. Wegobsten. Nee, das ist nichts. So. Eieiei. Es zieht sich ja doch ganz schön. Also es ist jetzt nicht, dass das Spiel zu lang ist, aber es zieht sich ganz schön, ohne dass irgendwie was passiert. Bisher ist es jetzt so ziemlich eintönig. Wir finden zwar immer neuere Sachen, aber wir machen gefühlt keinen wirklichen Progress.
Oh, geht tot. Pilz essen? 2 AP schaffen wir mit dem Dolch. Er kostet halt kaum Ausdauer. Und die Chance auf Life Leech ist natürlich sehr attraktiv. Platsch. Und die trifft sich halt auch ganz gut. Im Gegensatz zu dieser Axt. Candy. Pilz. So, letzte Map, dann gehen wir wieder zurück. Aber hier schon wieder zurück. Soweit. Soweit waren wir noch gar nicht. Alter. Wie riesig es einfach ist. Er sagt so, letzte Map, dann gehen wir wieder zurück und deckt halt noch eine Map auf und noch eine Map. Wir haben halt gerade so herrlich wenig HP. Witz. Ah ja, sehr cool. Das hat sich nochmal gelohnt. Sich nochmal richtig gelohnt. Hier waren wir schon. Jetzt laufe ich einmal im Kreis, ne? Probier jetzt mal wieder zum Ritualkreis zurückzufinden. Zum Pentagramm. Ja, 90%. 2 daneben geschlagen. Dann nochmal gucken. Ansonsten gehen wir erstmal jemand anders suchen. Der noch andere Spitzhacken. Andere Spitzhacken. Andere Fußspuren, denen wir folgen konnten. Und wir haben ja jetzt auch Equipment, um, sag ich mal, gegen die untoten Chili da bestehen zu können. Man zur Not erstmal da schauen gehen. Das war mir vorhin einfach zu heftig. Life! Life is life. Das macht schon gut Laune, Mann. Das spielt sich so ultraflüssig weg. Man daddelt sich einfach so durch. Schnetzelt, sammelt ein. Aber ich habe halt so, ich sehe es halt kommen, dass ich mir hier irrsinnig verlaufe. Ein Baseballschläger. Betäubungschance 25%. Na, das ist, wenn ich schon sehe, wie gut ich bei 90% treffe, sind 25% Betäubungschance nichts. Brauche ich mich erst gar nicht mit befassen. Noms. So. Sammeln das ein, sammeln das ein. Schauen kurz hier rein. Halt doch lang. Es gibt überall was zu looten. Die Lootgier packt mich einfach. Ich will eigentlich zurück, aber ich sehe überall Zeug, was ich haben möchte. Zip. Okay. Hier erinnere ich mich. Und man kann auch von jeder Map in jede Richtung. Das macht es auch nicht gerade leichter. Okay, wir sind richtig gut ausgestattet hier. So, wir gehen aber zurück. Ich will jetzt den Ritualkreis nochmal untersuchen. Zur Not gehen wir nochmal bis zur Straße zurück und gehen den Weg zum Ritualkreis nochmal neu. Weil wir hatten uns ja dann irgendwie verlaufen. Flash. Ich feiere das, die Fortbewegung. Slash. G-Katana ist jetzt hier die Waffe unserer Wahl. Gegen die kleinen Viecher zumindest. Alles, was denn zweistellige HP hat, da wird dann die Axt genommen. Hier, die Spinne zum Beispiel. Mit Axt, 90% Trefferchance. Weg ist sie. Candy. Die hat 5. Die hat 1. Slash. Ihn nehmen wir den Level 5er Hammer, der auch schon 8 bis 16 macht. Also der Minimumschaden tötet ihn schon. Latsch.
Klatsch. Irgendwann kommt raus, einer dieser toten Wanderer ist hier unsere Freundin. Ist schon wieder verlaufen. Oh mein Gott. Die tot. Eine bessere Axt. Oh Scheiße, wir sind erschöpft. Hier, ist ein Appelmädchen. Noch ein. Ich glaube, ich heile Lebenspunkte erst dann, wenn meine Ausdauer komplett voll ist. Blitz. Blitz. Oh, nice. Munition. Hm. Nochmal zwei bis. Ach ja, komm, hier, Axt. Latsch. Trefferchance 150%, selbst mit der Axt. Nice. Sind das denn das Wildschweinspuren? Das sehe ich ja jetzt erst. Sehen so wie Hufe aus. Können wir mal folgen. Gleich noch was essen. Folgen wir denen mal vielleicht einen Hinweis auf irgendwas. Slash. Slash. Vino. Slash. Hammer Level 6 jetzt. Ich würde ganz gerne mal eine Axt finden, nicht immer nur den Hammer. Peaks. Nice. Komm schon, gib mir eine Axt. Wilder Trip. Okay. Den lassen. Das sei den einen Zombie, da lassen wir jetzt einfach stehen. Ich habe auch einen Zombie-Arm gefunden. Right to Bear Arms ist auf seinen Bizeps tätowiert. Was kann der? Nichts. Der ist einfach nur so. Oder wenn man den höher auflevelt, vielleicht. Schnitt. Schnitt. Auf Messer. Schnitt. Yes. Drachenhauch. Eine Mischung verschiedener Metallpulver entzündet sich beim Abschuss. 5 bis 15 Feuerdamage. Yo. Feuerdamage, bester Damage. Ich frage mich, ob wir auch irgendwie leveln. Ich schnetzle hier so viele Gegner weg. Ich glaube nicht, ne? Es geht nur darum, die Waffen aufzuleveln. Wir folgen einfach mal diesen merkwürdigen, unheimlichen Spuren. Vielleicht einer Wildsau gehören. Vielleicht auch irgendeinem Waldmonster. Bestimmt nicht unseren Freunden, aber ich will trotzdem wissen, wo die hinführen. Nochmal ein Arm. Ich sehe noch nichts, was der Besonderes kann. Vielleicht kann er später vergiften oder so. Yes! Revolver aufgelevelt. Revolver, heben wir uns so was Knackiges auf hier mit für die nächsten Kultisten oder so. Silberkugeln, wenn wir auf den Werwolf treffen. Latsch. Kampfmesser. Latsch. Ich bin nicht nur 5. Das schaffen wir mit dem Katana. Yes. Noch na. Come on. Hier, friss mein Level 6 Hammer. Ups. No, I missed! Sehen wir die da unten noch weg? Okay. Finde ich aber cool, dass es so eingebaut ist, dass die ihre Geschwindigkeit automatisch anpasst. Weil an sich das Spiel sehr schnell. Es gibt nichts, was dich lange irgendwie aufhält. Außer wenn du mal an einem schwereren Gegner stehst. Dass du dann auch dich so cool schnell bewegen kannst, finde ich schon sehr nice gemacht. Platsch. Level 7. Platsch. Schnitt. Pilz. So, wir müssen doch schon wieder fast an der Straße sein, soweit wir hier hochmarschieren. Ein paar, also
mal ein anderes Musikthema langsam wäre auch nicht verkehrt. Der immer selbe Musikablauf seit 45 Minuten. Kickt dann irgendwann nicht mehr ganz so. Das wäre jetzt so ein Spiel, wo ich mir wahrscheinlich eine andere Musik, ja, wir sind wieder an der Straße, im Hintergrund anmachen würde. Dann sind wir von unserer anderen Freundin jetzt auf jeden Fall richtig weit weg. Aber das werden wir schon noch irgendwie hinkriegen. Nett. 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 Wir folgen jetzt diesen merkwürdigen Spuren. Weil jetzt unsere Freundin ja zu einer Wildsau mutiert. Und wir sind jetzt hier voll auf der richtigen Spur. Der Plot wird aber wahrscheinlich erst ganz spät erklärt. Ich habe keine Ahnung. Oh! Andere Gegend? Vampirisches Reh. Was? Bambi will mein Blut saufen? 6 HP. Mit dem Ding hier noch am besten dabei. Es sieht so cute und gleichzeitig so deadly aus. Vampir, da. 21 HP, vampirische Regeneration. Nicht? Aber die Spuren sind doch einfach weg, ne? Oder sind die... Ne, die werden nach oben gegangen. Fühlt sich gerade sehr... Oh, nice. Fühlt sich gerade sehr unbefriedigend an. Irgendwie haben wir nichts erreicht. Zweimal Spuren verfolgt und 8 HP. Ja, gut. Der erste Hit lay 7. Okay. Vampirwald, sind wir jetzt da bei den Vampiren weitergehen? Katana ist so mighty, ey. Ging ja alles mit kaputt. Worms. 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 Okay, okay. Ah, ich hab nicht gesehen, was da drin war. So, was können wir hier überhaupt machen? Das Buch lässt sich nicht öffnen. Vielleicht bin ich am falschen Ort dafür. Ah. Oh Gott, wer weiß noch. Im Friedhof haben sie damals dieses Buch. Bei Ameda Finsternis zumindest. Ja, aber was ist das denn? Eine Hirschkeule. Nom. Das war eine vampirische Hirschkeule, aber wir nehmen einfach alles mit. 21 HP, das ist so krass. Der macht Lebenspunkteentzug 50% und Schaden 5 bis 10. Der ist aber feueranfällig, wie wir unten rechts sehen. Und ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück zur Straße. Hat einfach so viel HP im Vergleich zu allem anderen. Plus 50% Life Leech. Ich glaube, ich brauche da... Ich habe zwar Munition, die irgendwie Feuerschaden macht. Die würde ich jetzt aber wirklich nur im Extremfall benutzen wollen. Wenn wir irgendwie geblockt werden oder so. Aber jetzt komplett in so ein Gebiet rein. Ein Psychokiller. Wollen wir einen Psychokiller machen? Wenn wir mit einem Hammer treffen. 50% ist mir ein bisschen wenig. Dann messern wir hier mit dem, mit der... Mit dem Katana auf ihn rum. 2. Aua. Gegenangriffschance 120%. 5. Aua. Aua. Oh, wir machen nur Minimalschaden hier. Ah, ich nehme mal 6. 5 HP. Noch mehr Apple. Yes. 9mm Kugel und noch eine Autobatterie. Die brauchen wir zwar nicht. Die waren wir schon. Wo sind wir? Ist unsere Karre. Dann weiß ich, was wir jetzt machen. Folgen jetzt den Spuren nach Norden, wo wir vorhin gegen die nehme ich jetzt einfach alle mit auf den Weg, gegen die Cheerleader gekämpft haben. Aber wir werden am Auto gerade eben nochmal speichern. Die Batterie war schon geladen, ne? Ja. 10 Liter. So, wir speichern hier nochmal.
So, switch. Und hier oben müsste das gewesen sein. Oh, sieht jetzt auch anders aus als vorhin. Jawohl, noch eine Schrotflinte. So, Mädel. 22 HP, alter Verwalter. Du hast aber bestimmt, ja, physische Resistenz, also geben wir dir die Axt. Miss. Au. Miss. Au. Au. Ja. Ich habe wieder alles. 24. Wir werfen unsere Pau-Paus auf. Die brauchen wir jetzt hier unbedingt. Come on. Platsch. Da kommen wir schon besser klar gegen die Cheerleader. Was ist denn Treffchance? Ach, warum haben denn Zombies so... Jetzt 0 HP. Ein Glück, dass wir gespeichert haben. Es gibt ja auch ein Autosave. Wir nehmen einfach den Autosave von gerade. Ja, dann bleibe ich bei dem Katana. Dieses Danebengehaue macht... Katana Level 4. Dieses Danebengehaue macht mich einfach irre. Ich klicke den immer die ganze Zeit nochmal. Bin jetzt einfach einen völlig anderen Weg gegangen. Ja. Ich klicke den immer nochmal, weil ich den treffen will und dann sorgt sie für... Ah, hier sind die Fußspuren, gehen hier weiter. Boah, dann sind wir sogar auf dem richtigen Weg. Dann lassen wir die Cheerleader da erstmal Cheerleader sein. Mac. Und gehen lieber erstmal diesen Weg hier weiter lang. Sind wir auf dem Friedhof.